Es ist das modernste konventionelle U-Boot der Welt. 56 Meter lang und unter Wasser fast doppelt so schnell wie über Wasser. Am Montag wurde U-36 in Eckernförde mit dem Befehl Hals, Flagge und Wimpel offiziell in den Dienst genommen. Damit komplettiert das hochmoderne U-Boot als sechste und letzte Einheit die U-Boot-Flotte der Marine. Nun im Vergleich hier zu den Schwesterbooten vom ersten Los haben wir natürlich Neuerungen, State-of-the-Art-Technik, insbesondere im Bereich der Kommunikation, aber eben auch in der Ausdauer. Also durch hier konstruktive Maßnahmen wurde die Ausdauer des Bootes deutlich erhöht und auch die Klimatisierung angepasst, sodass einem weltweiten Einsatz unserer Boote nichts mehr im Wege steht. Durch ein hochmodernes Antriebskonzept kann U-36 für mehrere Wochen abtauchen. Die strategische Möglichkeit von uns ist natürlich, die einem U-Boot in der Natur liegt, unentdeckt zu verbleiben und also über einen langen Zeitraum in einem Gebiet Daten zu sammeln, ohne dass wir dieses Gebiet, diese Peripherie in dem Gebiet verändern, weil wir dort einfach nicht gesehen werden und dort unentdeckt operieren können. Die Flotte in Eckernförde gehört zu den modernsten nicht-nuklearen U-Booten der Welt. Allein U-36 hat um die 500 Millionen Euro gekostet. Und es soll nicht das letzte bleiben. Bis 2030 wird das Verteidigungsministerium zwei weitere U-Boote in den Dienst stellen.